Hi und willkommen zurück bei Leonix. Und ich habe mich ja durch eine extrem lange Zeit nicht mehr gemeldet. Entschuldigung dafür, es war ja das letzte Video am Dienstag. Aber bei mir zurzeit ist echt mega viel Stress. Ich bin mal froh, dass ich mal abends ein bisschen Zeit habe, mich auszuruhen und vor dem PC zu sitzen, einfach nur ein bisschen zu chillen. Oder mit Freunden über Steam ein bisschen zu zocken. Aber echt, so ansonsten Hölle. Weil wir schreiben jetzt am Montag, sprich in einer Woche, schreiben wir die Zwischenprüfung. Und das ist echt viel vorbereitet. Unser Meister macht uns halt auch richtig die Hölle heiß. Der will auf jeden Fall, dass wir das schaffen, das merkt man auf jeden Fall. Aber es ist echt hart, es ist echt anstrengend. Und naja, da müssen wir halt irgendwann durch und jetzt ist halt soweit. Besser zu früh als zu spät, sagen wir mal so. Und naja, ansonsten, ich habe ja schon erklärt, dass meine Maus und meine Tastatur angekommen sind. Und ich habe mir auch ein neues Headset gekauft, wie man sieht. In letzter Zeit habe ich mit meinem Arbeitskollegen sehr viel über Steam zusammengezockt, noch einen dritten dazugeholt, eine richtige Map aufgebaut und so weiter. Und ich glaube, demnächst werde ich dann anfangen, The Forest zu streamen. Ich weiß aber noch nicht, wann, wie und wo genau ich das jetzt mache. Wir gucken erstmal. Und ansonsten, soweit klappt hier alles super. Ich hatte ein paar Probleme mit den Boxen, als ich das Update von der Tastatur letzten Endes gemacht hatte. Und jetzt geht's wieder. Ich kann es ja mal kurz vorführen. Ich ziehe kurz die Stecker raus. Wenn ich jetzt die Stecker draußen habe, die Boxen anmache, müsste eigentlich klappen. Profile 2. Ja, es klappt. Jetzt mal, wenn ich hier die Farbe wechsle von der Tastatur mit diesen Knöpfen hier. Profile 3. Dann sagt er mir jedes Mal, Profile 4. Auf welcher Farbe ich jetzt bin. Ich habe natürlich erstmal. Profile 5. Ja, ist gut. Ich habe jetzt erstmal hier die 5 Standardfarben draufgelassen, also blau, rot, grün, gelb und lila. Und ja, man kann auch das Blinken noch irgendwie ändern, aber ich weiß nicht, wie genau das geht. Das würde ich alles noch herausfinden im Verlauf der Zeit. Bei der Maus habe ich das jetzt inzwischen auch. Die war anfangs ja von der Farbe her rot, jetzt ist es blau. Und die war auch durchgehend am Leuchten. Jetzt habe ich den Rhythmus Atmung eingestellt. Es gibt wieder 4 normale Rhythmen. Einmal das normale durchgehende Blinken, dann das, wie heißt es, Herzschlagen, das Atmen und das einfache normale Blinken. Das ist aber, ich fand aber die anderen beiden, das war zu hektisch. Ich finde so Atmung ist eigentlich ganz gut, das Blinken und durchgehend die ganze Zeit, das fände ich auch nicht so schön. Also ich war, vor allem jetzt sieht es ungefähr gleich aus, wie die beiden ungefähr im gleichen Takt sind. Profile 1. Ja, ist ja gut. Jetzt bin ich hier gerade noch auf Steam Online. Ich werde gleich eine Runde zocken. Ich habe mir eine private Map gemacht und ja, vielleicht werde ich auch nachher noch ein bisschen Dead by Daylight zocken. Mal gucken. Und ach ja, am Sonntag sind meine Eltern, was heißt meine Eltern? Meine Mutter und Markus sind endlich wieder zurückgekommen. Die haben jetzt noch diese Woche Urlaub. Und ja, jetzt ist meine sturmfreie Bude nicht mehr sturmfrei. Aber naja, war eigentlich ganz schön. So 16 Tage allein zu Hause war ganz okay. Aber irgendwie haben mir die beiden doch gefehlt, weil die ganze Zeit immer selber kochen. Das ist so ein bisschen anstrengend mit der Zeit. Aber naja, ist ja vorbei. Jetzt fängt die harte Zeit wieder an. Willkommen zurück in der Hölle. Nein, so schlimm ist es nicht. Ist überhaupt nicht. Ist es sehr viel angenehmer jetzt, weil jedes Mal, wenn ich von der Arbeit kam, muss ich dann selber kochen und noch dies und das und jenes machen. Jetzt muss ich dann nicht mehr komplett alleine machen. Ist schon schön. Also sturmfreie Bude zu haben ist toll, so eine Woche, aber so, wenn es dann schon ein bisschen länger geht, dann wird es mit dem Kochen doch ein bisschen zu viel. Aber naja, der ein oder andere kennt das bestimmt auch schon, der alleine zu Hause war. Naja, so eine Woche ist ganz okay, aber solange es dann länger dauert, nein. Das muss man nicht unbedingt haben. Aber naja, ja, ich werde jetzt erstmal ein bisschen entspannen und dann gucken wir später wieder rein. Also bis dann. Ja Leute, ich habe jetzt wieder ein bisschen was gezockt. Was heißt ein bisschen was gezockt? Ein bisschen weiter die Map bearbeitet und ich zeige euch mal ungefähr, wie das aussieht. Das ist eine private Map von mir im Moment. Das fängt ganz normal an, oben auf dem Baumhaus. Moment, wenn man hier runter guckt. Oh, es ist so schwer mit links. Hier, wenn man da runter guckt. Da bin ich gerade eine Brücke am Bearbeiten. Warum erfahrt ihr später noch? Unten ist auch eine Plattform, damit man nicht direkt auf den Boden tritt.
Und da drüben steht auch noch eine Plattform. Moment, das Fleisch jetzt gerade im Weg. Ja. Und auf der anderen Seite auch, aber die ist auch noch nicht fertig, genau so wie die Brücke. Und ich zeige euch jetzt auch mal, wieso. Ich gehe mal kurz runter. So, eine Etage tiefer. Ihr seht schon den kleinen Zaun. Und das hat einen ganz harten Grund. Und zwar hier. Ja, auch Krokoroko, übrigens, wenn du das jetzt hier siehst, die sind selber schuld. Die sind hier eingebrochen, als der Zaun da, als der Zaun da noch nicht stand. Und die haben es drauf angelegt. Ich habe dir gesagt, wenn einer beißt, dann beiß ich zurück. Naja. Deswegen ist hier auch die Plattform und die Plattform da auch, damit ich im Notfall noch hochspringen kann und nicht unbedingt von denen gebissen werde. Weil das zieht so die Hälfte vom Leben ab, also sprich nach 2 Bissen war es das eigentlich auch schon. Und da habe ich nicht so viel Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Deswegen will ich auch unbedingt noch die Brücke fertig bauen. Weil auf der anderen Seite sind eigentlich viel mehr Bäume und so. Hier ist kaum noch was. Hier war auch von Anfang an kaum was. Das ist der einzigste Nachteil hier in dem Gebiet. Und das Blöde ist, die spawnen eigentlich direkt immer hier am Teich oder da vorne am großen Wasserloch. Das ist immer recht ärgerlich, aber naja. Ich finde die Gegend halt geil. Hier sind auch besonders viele Schildkröten und Hasen unterwegs. Und die ganzen kleinen Echsen. Und ich merke schon, es wird wieder Nacht. Und das Schneegebiet ist nicht weit, also sprich, demnächst geht es dann in die Berge zum Wandern. Ja, also die Map ist schon relativ weit voran, aber naja, ich finde so ein bisschen was fehlt noch und es macht ja auch Spaß, immer wieder sowas zu spielen. Demnächst habe ich mir auch überlegt, zusammen mit dem Krokoroko The Forest zu streamen, also hier sprich hier Aufnahmen für YouTube zu machen. Nur ich müsste endlich mal dafür das Aufnahmeprogramm runterladen und ich habe immer noch keinen blassen Schimmer, wie ich das machen soll. Ich muss mich nochmal mit Markus zusammensetzen und komplett hier ein Wochenende das machen. Und ja, wir haben sogar schon online zusammengespielt, also Krokoroko und ich mit einem Dritten, der heißt Frederik. Und wir haben schon damals gesagt, wenn Krokodil auf dich zukommt, dann rennen und nicht umarmen. Weil die Viecher sind echt sau angriffslustig. Du brauchst nur vor denen zu stehen und die schnappen zu. Und dann noch die ganzen Eingeborenen überall und die Mutanten, wie hießen sie nochmal? Muschi, Klaus und Galoppel Heinz und auch Sumo Inge. Sind wir auch schon begegnet, das ein oder andere Mal. War auch das ein oder andere Mal nicht ganz so erfreulich, aber naja. Bis jetzt haben wir immer noch alles überlebt. Und wenn ich gerade nicht online spiele, bin ich hier auf meiner privaten Map oder ich bin halt bei Dead by Daylight. Oder jetzt morgen wird wieder Call of Duty gezockt. Naja. Aber insofern erstmal ein Statement. Demnächst kommt dann vielleicht wirklich The Forest von meinem PC aus. Aber nicht allein, das wäre wirklich zu langweilig. Aber naja. Naja, ich mache auch dann für heute Feierabend. Ich lade dann das Video noch gleich hoch. Und naja, das war's dann für heute. Nicht, dass jetzt jemand gedacht hätte, der hat endlich aufgehört. Nein, zu früh gefreut. Naja, ansonsten, ja, ich sag mal auch mal Tschüss für heute. Und morgen geht's dann hoffentlich weiter mit Call of Duty. Oder vielleicht so leider erst am Mittwoch, aber das muss ich noch schauen. Und naja. Ich sage euch auf jeden Fall mal erstmal danke fürs Zusehen. Schaut bei den anderen Kanälen vorbei, stehen alle in der Videobeschreibung. Und ja, dann sage ich auch mal jetzt bis dahin. Wir sehen uns. Ich wünsche euch was.